Ja, liebe Herren, liebe Damen, so langsam, aber sicher biegen wir auf die Zielgerade der heutigen Veranstaltung ein. Ich darf jetzt die letzte Bütte des heutigen Abends freigeben für Et Anni und Et Hedwig. Aber komisch aus. Asset dir nicht gut? Nee, Anni, ich steh doch so gern Klavierspiele kennen. Wobei hun ich schon 34 Mozart-Kugel gers, aber Klavierspiele kann ich immer noch nicht. Hast du auch gehört, dass an der Adventszeit bei mir gebrannt wird? Ja, Anni, wie konnte da passieren? Der Junge, den hast doch bei der Feuerwehr. Ja, ich schon zu dem gesagt, Janik, wir erste war gleich. Geh mache mal den Adventskranz un. Kim den an de Kisch und seht, Mama, nur den Adventskranz oder auch de Kerzen? So, was war das Weihnachten und Silvester noch in Fräserei? Nur den Darm hund ich fürm Spiel gestanden, hund mich von Ove bis inne beguckt und hund zu mir gesagt, Hedwig, die fetten Jahre sind noch lange nicht vorbei. Es ist so schroh, wenn ich morgens aufstehe und an das Spiel gucke. Dann denke ich immer, ich kenne dich nicht, aber schwächen dich trotzdem. Ja, und dann hast du zwei Möglichkeiten. Zuschmieren oder Denkmalamt anrufen. Ja, ja. Wir Frauen über 55, wir sollten öfter mal den Mut haben, ungeschminkt auf die Straße zu gehen. Ich hoffe immer ein Dus Nivea und ein Dus Penaten dabei. Tja, meine Damen, so einfach kann Kosmetik sein. Vorne frisch und hinten fein. Ui, 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 ui. Nee, das hält man ja an. Also ich merke, dass eigentlich müsstet ihr nicht P-Naden, sondern Po-Naden häschen, oder? Du säset. Soll ich da mal etwas verraten? Ja, was dann? Ich war letzte Woche beim Seniorentanztee. So, bloß dich hat N aufgefordert. Ja, sicher da. Mir hat Wiener Walzer getanzt. Rechts rum und links rum, links rum. Links rum. Ich sehe lieber das Parkett geschwebt wie eine Gazelle. So, hör mal, das Tier mit dem Rüssel, das hecht aber Elefant. Das hätte ich gern gesehen. Ob einmal hat mein Tanzpartner angefangen zu stolpern. Immer doller. Ja, mein Juhudent und Herzkrieg. Nee, den hat gesagt, wäre alles an Ordnung. Aber den Helden Holzbein und von vielen Linksdrehen hat er sich rausgeschrauft. Oh nein. Anni, nee. Anni ist alter, als ja, ob der einer seht, auch ganz praktisch. Also ich brauch kein Wetter-App mehr. Mein Gelenke, die sind zuverlässiger als jede Wetterstation. Oh, ich weiß es nicht. Ich höre heute Abend zu schlecht. Echt? Den ganzen Tag habe ich mein Hörgerät gesucht. Oh, guck, ein Edith, ja. Ja, Anni, das ist doch kein Hörgerät, das ist Rheumazäpschi. Oh, leg den Korder, weil weiß ich auch, wo ich mein Hörgerät hier gestoppt habe. Ich war auf dem Moselradweg spazieren, ob einmal kam ein Kerl, riss sein Mantel ab und da drinnen
nicht schnackig. Oh, Grundbütchen, du hast dich bestimmt erschrocken. Nee, nee. Ich hab zu dem Kerlchen gesagt, mach dein Mantel nicht zu. Ich hab mehr Elend bei dem Minister von der KG und Face gesehen. Die Augen gehen auch immer schlechter. Wenn ich nachts Auto fahre, orientiere ich mich immer und im Auto fährt mir. Ja, wem siehst du das? Das machen ich ja auch. Gestern sehe ich auch einem nur vor. Ich habe den Ball am Kofferraum geklebt. Der fährt schön gerade aus, ob einmal bremst den und ich rums dem Handtrupp geruscht. Ich sehe ausgestiegen und den zur Minna gemacht. Sie Schlafsack, warum bremsen Sie jetzt so Interruptus? Das ist doch auch ein Unverschämtheit. Was tut denn dann zu seiner Entschuldigung gesorgt? Beruhigen Sie sich, gnädige Frau. Man wird ja wohl noch in die Garage fahren dürfen. Oh. Aber sei mal ehrlich, du fährst ja auch wie ein gesenkt so. Ja, ich muss mich doch dummeln, dass ich gut kommen, ich vergesse, wo ich hin wollte. Und dafür manchmal den Busführerschein. Der Busführerschein? Was du mit dem Klammerbeide gepudert oder was? Ja, warum noch nicht? Mich hat der Polizist angehalten und gesagt, an ihrer Stelle würde ich nur noch Bus fahren. Es gibt hier bei auch Seniorennavis. Und was ist denn der Unterschied zwischen dem normalen Navi und dem Seniorennavi? Das zählt ja nicht nur mal, wie du irgendwo hinkommst, sondern auch, was du da willst. Ja. Anni, sei mal ehrlich, träumst du nicht auch davon, nochmal 18 zu sehen? Oh. Nee, geh mal fort. Frag doch mal eine von den jungen Leuten, wo Philadelphia lädt. Da seht den zu dir ein am Kühlschrank neben den Gurken. Hast du auch schon gehört, dass der Mai Schleni, seine Tochter, auch nicht mehr mit seinem Freund, dem Ahmed, zu zoomen ist? Ja, willst du etwa einen an der Familie schon den Rauschgift verkäft? Ja, Gott, steh mal bei, na dir nicht. Nicht. Ah, ja, siehst du den Ahmed auch nicht? Haut ist es ja auch nicht modern, sich zu verloben. Ob sich Alpärscher dort unhallen. Was bedeutet dann für dich Verlobung? Das ist ganz einfach. Das ist wie, wenn du Ostern ein Fahrradgeschenk kriegst und du darfst bis Weihnachten noch ein Druck klingeln. Aber Hedwig, ich muss tun. Du riechst heute Abend ausnehmend gut. Das ist Coco Chanel. Und die hat immer gesagt, Parfüm da auftragen, wo man geküsst werden will. Es brennt aber ziemlich. Auszeit. Das letzte Mal waren wir am Monaco. Wir nach Monte Carlo ran an das Casino. Fragt mich, Hedwig, wie oft hast du mit deinem Mann letzte Woche Liebe gemacht? Wo schon über Loren und ich gesagt, 6 Mal. Seht das, Hedwig, so ein Zufall. Ich auch. Also setze mir alles auf die 12. Und was kommt? Die 0. Siehst du, Hönsch gesagt, hätte mal Wein in allen zwei geloren, hätte mal 100.000 Euro gewonnen. Sadi, soll mal am Dienstag bei den Heinz Roth einen Kaffee trinken gehen? Am Dienstag kann ich nicht. Da geh ich bei der Friseur, bei Thea und lass mal den Kapp machen. Ich schon immer gewusst, dass der Kapp ein Provisorium ist. Letzte Woche sagt mein Mann zu mir, Schatzi, früher hast du doch immer Tangas umgezogen. Da war doch mehr Pep dran.
Aber Anni, sei mal ehrlich, die ziehst du doch haut immer noch un. Ja, aber hey, findet die Pep nicht mehr. Ja, also mein Mann liebt mich nicht mehr. Oh, seine Ehrlich, woher willst du das da wissen? Ich schon das beim Fernsehgucken gemerkt. Früher haben wir auf der Couch gesäß, mir Hund is ohne Nana gekuschelt und da haben wir Sturm der Liebe und verbotene Liebe geguckt. Ja, und Haut? Haut sitzt jeden an seinem Sessel und man guckt nur noch, verlassene Tiere suchen ein Zuhause. Also meine Meinung ist ja, dass Männer auch an den Wechsel ja kommen. Aber so etwas von. Jetzt noch ein Schäden gefragt. Weißt du überhaupt, wie lange du den Arm schon um mich gelacht hast? Also dort wusste er bestimmt keine Antwort. Doch, die sagt, ja, das war für 8 Jahre. Und du mal war mein Arm schon zu kurz. Ja, da soll man nicht rausgehen. Was sagst du denn dazu, dass ich mit 56 Jahren nochmal ein Baby kriegt und... Oh, mein Julia, das war sicher nämlich geplant. Jetzt heimat doch mal, ich steh da Titti zu gesehen. Ja, da musst du warten, bis du fängst zu schreien. Ich weiß nicht, ich nehme wohl Stiegeloch und... Also wir hatten letztes Jahr eine stramm Ehekrise. Ich schon zu meinem Mann gesagt, ich seh dir Fremdgang, April. Seht ihr noch klar? Ja, und ich am Juni. Also ich schon bei einem Termin beim Frauenarzt, stell dir vor. Und bei dem muss man nochmal Masken und wegen der erhöhten Virenlast. Das ist doch so blöd. Da lehnt man auf den Stuhl, innerum pudelnackig und am Gesicht ein Schnitzkadein. Ja, aber das ist doch so schlimm. Den erkennt doch dein Gesicht sowieso nicht. Ganz am Vertrauen. Wie läuft es damals 56 Jahre so am Liebesleben? Kennst du die Hornbach-Färbung? Respekt, wer es selber macht. So, Anni, hast du auch schon gehört, dass der Finanzminister, der Christian Lindner, bald eine eheliche Bettvergnügungssteuer erheben will. Oh, Gott sei Dank, um hier nichts mit der Matze zu tun. Hier mal auf mit der Politik, das ist doch ungerecht. Wieso kriegt man am Alter Viagra verschrieben, aber kein Brill? Ja, da fragst du mich etwas. Ich sehe doch kein Politiker, Gott sei Dank. Ganz einfach. Man darf am Alter Liebe machen, man darf nur mal nicht mehr sehen, mit wem. Hätte ich, da richte ich nicht um. Ich muss noch mal etwas erzählen. Ich schon mal bei in Russisch Wortkort. Die Zeit 10 Kilo weniger und wie du tatsächlich auf der Rippen muss. Oh, die muss ich mir auch kaufen. Was für eine Marke also dann? Eine Povaronov. Wie heißt die? Povaronov, typisch russisch. Oh, Anni, was bist du und dir bist, das heißt doch Power on, off. Ja, Hedwig, es lest alles noch. Aber wie hat schon der große Schriftsteller Beethoven gesagt? Der liebe Gott hat die Frau als Praline erschaffen. Aber wenn das Süße weg ist, bleibt nur noch die alte Schachtel. Ui, 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 ui. Au, 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 au. Ui,
die mir erst zu Ohren kommt, du hättest dich malen gelassen. Na ju? Ja, von dem überregional bekannten, beliebten Maler Roland Grundheber. Oh, wie heißt das Bild? Eva und die Schlange. Oh, das ist ja interessant. Und wen hat für das Eva-Modell gestanden? Aber wir müssen mal so langsam Schluss machen. Es steht ja Aru-Suppieren. Du warst aber klar, wir haben doch überhaupt keinen Supp dabei. Nee, ich muss wirklich heim. Schon Zahnweh. Oh, das hatte ich neulich auch. Du hat mich mein Mann um die Ohren geholt, hat mir ein Kussi auf Bäckelchen gegeben und alles war nicht gut. Das kann man ja mal probieren. Du musst mir nur verraten, wenn der Mann allein daheim ist. Hi. Die Erika Vorsenicht, die lieben wir. Und darum stehen wir heute hier. Wir sagen es ganz ohne Scheu, der KG Rot-Weiß bleiben wir treu. Hello! Hello. Ja, Sie sind ja von der rot-weißen Bühne nicht wegzudenken, das Hettich und das Anni. Seit Jahren trainieren Sie hier oben in der Mundart und treffen immer ins Schwarze. Bei euch beiden, das ist ja wirklich so, dass dann immer so, oh, meinst du, wir können dazu sagen, ihr könnt das sagen. Also wenn es eine Sache kann, ihr könnt sie bringen, ihr könnt es sagen. Ich darf euch die beiden vorstellen. Unsere Hedi Melchior. Hello! Und die Anja Loma. Jetzt sind kein Pralinen, aber die sind auch in der Schachtel, die Toffifees. Aus die beiden ein Dreifach-Donnerndes, Rot-Weiß. Hedwig. Anni. Jetzt, bevor ich ausmache, dreht euch mal rum. Ich sehe euch immer nur von, ja, scharf die Dinger los. Super. Ja, so. Da schwitzt doch schön drin. Aber ich muss eben lachen, weil ich nur von hinten die Mütze, da, also Hedwig, das ist Ratte Schafloch. In diesem Sinne, ausmache bitte.